Moin, herzlich willkommen zu meiner Pfingsttour 2021 nach Fehmarn. Entdecke mit mir die Schönheit dieser wundervollen Insel, gerate mit mir in ein kleines Unwetter und vor allem lerne meine neue Windsteueranlage kennen, auf die ich mächtig stolz bin. Da ich in der letzten Saison bei Starkwind mit dem Autopiloten mal Läschen hatte, sollte eine Windsteueranlage nun Abhilfe bringen. Heute geht es mal wieder nach Fehmarn. Bisschen längerer Schlag, um die neue Windsteueranlage mal zu testen. Ist noch ein bisschen figelin, sich da reinzufuchsen, wie man die Leinenführung genauso machen muss, damit das Boot auch stabil auf Kurs bleibt. Aber ja, ich glaube, jetzt habe ich es langsam raus. Hat so zwischen 10 und 12 Knoten Wind. Widerwind macht jetzt 5 Knoten Fahrt. Und ja, es pieselt ein bisschen. Jetzt schaue ich erstmal, wie das so läuft. Jetzt bin ich gerade um Pelzerhaken rum. Gleich geht es auf Raumschutzkurs und dann bin ich mal gespannt, wie sich die Steueranlage Raumschutz macht. Jetzt bin ich noch so Kurs 60 Grad zum Wind. Da klappt das natürlich easy peasy. Der Autopilot hatte meistens auch bei achterlichen Wind die größeren Schwierigkeiten. Und da will ich mal sehen, wie sich da die Windpeilen bewährt. Das Pfingstwetter war mal wieder die reinste Wundertüte. Mal strahlte die Sonne, mal gingen Schauer nieder. Na egal, nach so einer langen Winterpause freute ich mich auf meinen Segelschlag. Bei 12 Knoten Wind machte die Biedewind gut Strecke und ich war guter Dinge. Doch im Laufe des Vormittags begann es sich immer mehr zu verfinstern und eine Gewitterfront rollte heran. Ich beschloss, die Segel einzuholen, um nicht mit einer unbekannten Windsteueranlage in ein Unwetter zu geraten, und schmiss die Maschine an. Das war eine weise Entscheidung, denn dann brach das Unwetter über mich herein mit 33 bis 35 Knoten Wind und Böen und Hagelschauer. Ich war froh, die Segel noch rechtzeitig genug eingeholt zu haben, bevor die Böen einfielen. Mit Volldampf lief ich unter Maschine auf die Küste zu, um das Gewitter mit Landabdeckung abwettern zu können. Nach kurzer Zeit war der Spuk vorbei und die Sonne schien wieder. Beim Einlaufen in Ort, Fehmarn, empfing mich strahlender Sonnenschein. Doch die Freude sollte nicht von langer Dauer sein, denn das Wetter war wirklich wie eine Wundertüte und schon nach kurzer Zeit saß ich wieder im Regen fest. Zum Glück trocken und warm im Kap Ort in der Kneipe. Zum Glück herrschte Pfingsten nicht nur Schiedwetter. Darum komm mit mir auf einen kleinen Spaziergang zum Leuchtturm Flücke und erkunde die Gegend am Fehmarn. Abseits des Trubels von Burg und Burgtiefe gibt es auf Fehmarn ja viele schöne Plätze zu entdecken. Und insbesondere der ausgehende Mai mit seiner Rapsblüte ist für mich eine der schönsten Jahreszeiten in Schleswig-Holstein. Wem dann die viele Natur und das Blöken der Schafe und die grasenden Kühe zu langweilig ist, der kann ja immer noch nach Ort sich Hafenkino anschauen. Wem auch das noch nicht reicht, der muss halt selber aktiv werden und zum Beispiel Kitesurfen. Ort ist ja bekannt dafür, dass es viele flache Stellen gibt und ist ein Idealo für Kitesurfer. Schade, nach zwei wundervollen Faulenzertagen auf Fehmarn hieß es dann auch für mich Pfingsturlaub zu Ende und ich musste mich wieder auf den Heimweg machen.
Bei 10 bis 12 Knoten achterlichen Wind konnte ich ganz entspannt nur unter Genua wieder in die Neustädter Bucht zurücksegeln. Und nach dem Passieren der Fehmarnsundbrücke vertraute ich mich auch wieder der Windsteuerungsanlage an. Cool, die ersten Probeschläge mit der neuen Windsteueranlage. Die hält eigentlich ziemlich exakt den Kurs, aber eben den Kurs zum Wind. Das heißt, wenn der Wind ein klein bisschen dreht, dann dreht natürlich auch das Boot. Aber immer so, dass die Segelstellung und der eingestellte Winkel passt. Ist also ein bisschen anders als mit dem Autopiloten. Da kann ich ja irgendwie ein Grad genau einstellen, dass er den Kurs hält, passend zum GPS. Hier mit der Windsteueranlage ist eben halt der Kurs zum Wind. Naja, und wenn der Wind dreht, dreht auch das Boot, ist ja klar. Aber eigentlich toll, funktioniert prima, ist viel, viel geräuschloser. Also was man jetzt nur noch hört, ist das Klappern von irgendwie einem Seil, was am Mast schlägt und natürlich das Geräusch der Wellen. Der Autopilot, der fängt ja ab 15 Knoten Wind an, nur noch zu heulen und zu jubeln und kommt an seine Grenzen. Und die Windsteueranlage, die bringt dann erst richtig Spaß. Ich hatte jetzt also immer so zwischen 11, 16, 17 Knoten Wind. Puh, absolut geräuschlos, total perfekt, wie die steuert. Segeln muss man ein bisschen trimmen, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. So ganz vertraue ich dem Ganzen ja noch nicht. Ja, muss vielleicht auch mal ein bisschen so bei 7, 8 Windstärken mit entsprechender Welle fahren und dann vielleicht auch mal Raumwind. Hatte ich zwar heute auch ausprobiert, aber da war nur 12 Knoten Wind, da passiert ja nicht viel. Aber ich bin jetzt erstmal rundum zufrieden. Gute Investition. Herrliche Stille. Perfekt. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem kleinen Bericht und den Impressionen von Fehmarn und von meiner neuesten Errungenschaft eine kleine Freude bereiten. Wenn dem so ist, schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du keins meiner Abenteuer in 2021, wo es von Flensburg bis Rügen gehen soll. Aber das ist eine andere Geschichte.